Hallöche Leute und willkommen zu einer neuen Folge Pikmin 4. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Und ja, sagen wir, gehen vielleicht in den letzten Zügen als Laubling durch die Welt. Ja, nur wer rettet uns? Niemand wahrscheinlich. Wahrscheinlich niemand. Aber gut. Muss ich mal, warte mal. Habe vorhin überlegt, was ich mache. Und ich glaube, ich mache mal erstmal wieder Expeditionen. Weil, ne? Klingt vielleicht am plausibelsten, wenn man da erstmal wieder... Außerdem haben wir, glaube ich, noch ein paar, die wir erledigen müssen. Hier, der Garten der Giganten und Heldenversteck haben wir, glaube ich, noch eins gemacht, genau. Wobei ich mich natürlich auch frage... Ja gut, wir haben noch ein paar, die wir entlauberisieren müssen. Na gut. Otschon haben wir ja ein bisschen aufgewertet. Eigentlich dürfte das jetzt angenehmer sein. Auch lauter Leuchtsamen. Vielleicht können wir auch mal am Anfang so ein bisschen Leuchtsamen investieren. Aber ich weiß nicht. Ich sträub mich da gerade noch so ein bisschen. Vielleicht kann man sie dann irgendwann in Höhen gebrauchen. Aber ich finde, das soll deutlich mehr Sinn haben. So, gibt es wieder zwei oder nur einen? Sehen wir gleich. Okay, es gibt nur einen. Absteigen. So. So, bewachen. Oh. Machen wir den Spaß. Interessant, dass nur diesmal nur eins ist. Aber gut, wir finden uns jetzt halt ein bisschen weiter hinten, ne? Was wir eigentlich auch mal holen können, ist den Köder. Schaffen sie den? Ja. Gar kein Problem. Sehr schön. Was haben wir denn da? Ein Yoshi-Ei? Wo ist das Yoshi, wenn man es braucht? Ja, gut. So, der Rest soll den Spaß. Und wir machen einfach weiter hier. Oh. Ups. Hält man mal Otschon. Weil der überhaupt nicht unsere Hilfe nötig hat. Das ist alles solo hier. Na, den lässt mal sein. So. Okay, ist angenehm. Also. So, gehen wir mal hier weiter. Macht schon immer noch auf Angriff. Aua, ey. Na, sag mal. Oh, wir sind fertig. Gut.
Das war's mit der Nacht. Ja, okay, man kann tatsächlich auch relativ aggressiv sein. Ich dachte, es geht mehr aufs Verteidigen, aber gut. War auch eher nur so ein Stützpunkt. Und wenn du halt nur eins verteidigen musst, dann kannst du halt auch schon dahin packen und selbst aktiv werden. Ich glaube, bei zwei wird es ein bisschen schwieriger, weil du halt dadurch halt Ocean auf einen Bau machen musst und halt dich selbst mit den Pikmin auf die anderen Bau fokussieren. Aber hat auch funktioniert. Vor allem die Leben, die wir haben, ist nicht schlecht. Sag mal, Neuling, nutzt du auch die Leuchtsamen, die du erhältst? Vergiss sie bitte nicht. Ich würde zu gerne mehr über Leucht-Pikmin erfahren, also probier sie ruhig mal aus. Da ich hier auf der Shepard festsitze, sind meine Experimente nämlich Grenzen gesetzt. Spanel, du stellst doch nicht etwa schlimme Experimente mit den Leucht-Pikmin an, oder? Nein, natürlich nicht. Das mach dir mal keine Sorgen. Außerdem sind Leuchtpigmen hart im Nehmen, Feuer, Eis, Elektrizität, nichts macht ihnen etwas aus, nicht mal Gift. Also können sie sowieso gar nichts Schlimmes mit ihnen anstellen, selbst wenn ich wollte. Und jetzt erklär mir mal bitte, wie du das alles herausgefunden hast. Naja, der Spanell. So. Skip. Wen haben wir denn da? So, das können wir skippen. Tifo! Konohan. Seine Ambitionen folgend ergänzen der seiner Nachrichtensender um die Berichte, Reisen, Gastronomie und Unterhaltung. Aha. Also ist hier Radio Man, ja? Alright, na gut, haben wir noch drei. Gehen wir gleich in die nächste. Ging ja relativ fix. Können wir ja nämlich aus hellen Versteck beenden. Vielleicht kriegen wir wieder zwei. Wahrscheinlich. Ja, wobei Risikostufe 4, ich denke mal schon, dass wir hier zwei Medizin bekommen können. Aber das bleibt natürlich wie immer abzuwarten. Okay, wir finden uns jetzt hinten und. Wobei, da waren wir doch aber schon, oder? An der einen Stelle. Oh, es ist wieder nur ein Bau. Okay. Na gut. Dann auch schon wieder auf Posten schicken. So, aktivieren wir mal hier den Bau. Wir brauchen schon ein bisschen, bis sie wieder aktiv sind, ne? So, würde ich sagen. Reichen die? Oh. Okay, die sind relativ hart im Nehmen. Okay, ja gut, dann sammeln wir erstmal ein paar. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Wenn wir uns da erstmal fokussieren. Oh nein, was kommt da raus? Oh nein. Das hört sich gar nicht gesund an. Ein Riesen-Yoshi kommt. What the fuck? Das ist ja meine merkwürdige Kreatur. Findest du nicht? Diese Augen. Sieht so aus, als würden sie auf den Leuchter zuhalten. Was? Oh mein Gott. Na komm.
Oh, machen wir es mal so. Oh, die kleinen Viecher gehen aber echt auf den Zünder, ne? So. Boah, der könnte eine richtige Gefahr werden. Ich glaube, da hole ich sogar Otsch mit. Okay, sie verfallen in Panik. Na, ihr bleibt hier. Oh, komm. Na. What? Oh mein Gott. Bei meinem Stethoskop. Die Leuchtpigmen können dir nicht helfen, wenn sie alle verloren sind. Oh, was haben wir denn da? Mit Leuchtpigmen. Also behalte sie im Auge. Schließlich willst du sie nicht wieder alle verlieren. What? Oh mein Gott. Na, das wird eine Katastrophe. Wie viel Schaden macht denn der Otsch schon? Boah, einiges. Ich glaube, ich muss da wirklich mal ein paar... Jetzt muss ich, glaube ich, ein paar Leuchtpigment zur Verstärkung holen. Schon wieder? You're fucking kidding me, right? Ja, aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Wow, könnte der erste Fail sein. Aber er ignoriert mich. Okay, wow. Okay, die Gegner sind echt frech. Ich weiß auch gar nicht, woran meine Pigmen gestorben sind. Wahrscheinlich durch die Druckwelle, ne? Die er produziert hat. Sein Bau angegriffen hat. Oh Mann. Ja. Immerhin haben wir es überlebt. Aber der Gegner könnte ein Problem werden. Vor allem, ich frage mich, was wäre passiert, hätten wir das Ei vorerst kaputt gemacht. Wahrscheinlich ist das sogar so ein Ding, ne? Macht das Ei kaputt, ansonsten hast du Probleme, ja. Sollten wir nächstes Mal darauf achten, wenn wir die Eier sehen. Das heißt, es wäre sogar wahrscheinlich schon in der Nacht davor passiert. Hätten wir das eigentlich einfach angegriffen.
leuchtet ein. Yay. Der nächste Laubling in Behandlung. Oh, ich bin nicht der Einzige, der schon auf ist. Wie sieht es denn so? Captain Olema, wieso schlafen Sie denn zu dieser frühen Stunde nicht? Na, ich weiß auch nicht. Ich war einfach wach. Nachtexpeditionen interessieren mich sehr. Darf ich zusehen? Oh, das tut mir leid. Die heutige Expedition ist gerade zu Ende. Da bin ich wohl zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Naja, vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Glück. Sie dürfen bei Gelegenheit gerne zusehen, wann immer Sie möchten. Ich weiß, machen wir jetzt noch? Ups. Ah, ciao. Verkaufe aus einer Laune raus 27 Jahre lang Immobilien. Nun bereist er in Hoffnung auf neue Eingebung die Galaxie. Okay, warte mal, wir müssen mal mit den zwei neuen Charakteren reden. Ach, guck mal, hier ist sogar noch einer, den wir nicht hatten. Ich danke dir von Herzen, dass du meinen Chef gerettet hast. Und ich bin ja so erleichtert. Das hier ist natürlich nicht genug. Schließlich hast du so viel für uns getan. Aber bitte nimm dies als kleines Dankeschön. Mission complete. Hanuko, Otchen, ich möchte euch erneut dafür danken, dass ihr uns zur Hilfe gekommen seid. Mein Chef lässt Risiken gern außer Acht, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, um seinen Angestellten gut zu entlohnen. Wir kommen für ihn immer zuerst. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die Firma ohne ihn aussehen würde. Mein Chef, der die Leute angemessen bezahlt. Man, das siehst du aber auch nicht alle Tage. Du liebe Zeit, ich habe dir schon einige Mühe gemacht, hm? Mein Name ist Zhao und ich bin ein einfacher Immobilienmakler. Hast du vielleicht schon einmal etwas von Tulbo Immobilien gehört? Nicht? Haha, dann muss ich mich wohl noch mehr anstrengen. So, was du zu sagen? Sie allen! Dir habe ich doch meine Rettung zu verdanken, obwohl du aussiehst, als wärst du mächtig grün hinter den Ohren. Ich bin übrigens Tivo. Gründer und Inhaber einer Firma namens L-Leader. E-Leader. Versteh mich nicht falsch, ich wollte deine Hilfe nicht kleinreden. Und ich bin dir wirklich aufrichtig dankbar. Okay, wo ist mein Belohnung? Oh. Benuden. More. Now. Tja. Heile alle Laublinge. Ja, da. Zwei haben wir noch. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was wir bei Russ kaufen können? Also an Hilfsmitteln? Oh. Ja, okay, komm, wir kaufen mal die Erkundungsdrohne, weil dann ist sie auch mal gekauft. Tja, und dann der andere Spaß. Der definitiv noch etwas auf sich warten lässt. Oh, machen wir jetzt noch eine Nachtexpedition. Oder heben wir uns das für irgendwann anders auf? Wobei, gerade sind es nur zwei. Vielleicht sind es auch die letzten beiden. Mal gucken. Eigentlich können wir die alle fertig machen. Holzbarrikade. Wie gesagt, das müssen wir natürlich gucken, wo wir die Eier haben. Weil die müssen wir definitiv mit als erstes zerstören. Das heißt, Otchen schicken wir wieder auf Streife. Wobei er echt gegen den großen Punktkäfer Probleme hatte, ne? Der war ihm dann doch ein bisschen zu stark. Also, der war halt tanky wie Sau und hat auch Damage gemacht. Oh ne, ich dachte... Also ein bisschen Sorge, dass wir jetzt mit dem Feuer arbeiten müssen.
Macht aber nicht wirklich Sinn, weil die können eh nicht. Oh Gott, wir haben schon mal zwei. Okay, du bewachst den da. Ach, komm. Was, die sind jetzt schon aktiv? Wow. Ganz aggressiv, die Viecher. Ja, das heißt, die beiden werden wir ja gleich ausschalten, damit sie uns nicht später noch um Senke gehen. Komm mal her, ihr beiden. Oh mein Gott. Hab mich beide getroffen, na, das war peinlich. Aber wenigstens sind sie so schnell tot. Und müssen wir noch schnell zum Bau gehen, weil ansonsten machen die uns kleine Probleme. Na komm. Wer ist er denn hier? Na komm. Komm, komm, komm. Sehr gut. So, gleich den Großen hier noch mitmachen. Oh, warte mal. Sheet. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Oh, hier ist noch einiger. Auf Ortchen kommt klar mit den Gegnern. Hab da so ein bisschen Sorge. Aber erstmal will ich die Kleinen hier fertig machen. Nein, einer wurde besiegt, schade. So, aber die beiden machen wir fertig. So, der Rest kommt zu mir für Ortschen. Ich glaube, der ist gerade heftig am Kämpfen. Oh ja, der hat richtig zu kämpfen gerade. Ich glaube, ich hole mir mal einen Knochen. Oh, warte mal. Ist der Dings abgelaufen, der Knochen? So. Ja, nimm das dort schon. Gönn den Knochen. Hast du verdient. Du geh mal jetzt, ja, wobei, nee, mach mal. Halt mal weiter hier die Stellung. Wobei, die kommen beide hier runter. Warte mal, dann können wir sie auch abfangen.
So, den müssen sie ja easy besiegen. Aber ich glaube, für den nächsten Gegner hätte ich doch gerne Otsche mit. Von der Partie. So, mithelfen hier. Dürften alle sein. Naja, leider kommen die nicht mehr an. Das sind mir auch so ein bisschen blöde, ne? Die Gegner lassen noch Kristalle droppen, obwohl sie schon eigentlich, ja. Obwohl die Zeit eigentlich schon vorbei ist, beziehungsweise alle besiegt worden sind. So. Haben wir wenigstens wieder zwei für die Laublinge. Weil ich natürlich nicht weiß, wer die beiden sind. Aber gut, ich habe das Gefühl, hier kommen immer neue Charaktere zum Vorschein. So, sind die beiden in Behandlung? Die vorerst letzten beiden Laublinge. Ja gut, das Gespräch kennen wir irgendwo schon. Ist jetzt nichts Spannendes. So, jetzt können wir skippen. Dass wir das skippen können. Da haben wir Lapi. Bildungsreise Tourist. Okay. Dieser Maler schloss sich in Reisegruppe an, um neue Inspiration zu finden. Leider vergaß er seinen Malutensilien. Dann haben wir hier vom Forschungsteam Rennen. Gewann einen Kochshow und wurde eingeladen, den Forschungsteam zu begleiten, um neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. So, lass natürlich die beiden erstmal finden. Okay, hier haben wir den einen. Mein Name ist Loopy. Ich stelle mich mit Begeisterung fest, dass ich in mir wieder die Lust zum Malen verspüre. Hier gibt es ziemlich viele Leute und diese Tatsache wiederum verhilft mir zur Inspiration für neue Kunstwerke. Gut. Was soll ich sagen? Oh, du bist es. Dir verdanke ich mein Laden. Mein Leben. Dabei war ich schon an den Punkt, an dem ich dachte, es wäre alles aus. Mein Name ist übrigens Ren. Ich habe mich als Koch Shells Forschungsteam angeschlossen. So rum. Ein Wissenschaftler bin ich natürlich nicht, aber mitbegeistert, um neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. So. Ja, gut. Wir hätten halt potenziell noch eine Nachtexpedition, aber ich glaube, die lassen wir erstmal und. Dann würde ich sagen, machen wir da erstmal im Garten der Giganten weiter. Und dann sehen wir mal, was kommt. Ob das dann der letzte Streich ist oder ob da noch deutlich mehr zukommt. Kann nicht sein, dass jetzt danach noch eine Welt kommt, weil, warum nicht? Ne? Wenn du einfach sechs Welten hast. Das wäre schon krass, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, eine letzte Welt macht es deutlich sinniger. Aber auf der anderen Seite, uns fehlen halt noch ein paar Sachen, ne? Mal, was fehlt uns eigentlich jetzt hier noch? Muss mal kurz mal selbst einen Blick über die Karte verschaffen. Also wir haben noch das Dandori. Aber danach sind wir doch fertig, oder nicht? Ja, wobei hier, warte mal, hier die
Ach, siehst du, und jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Wobei, habe ich... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Dings gekauft habe. Wobei, hier die Höhle haben wir auch noch nicht fertig. Sonst wäre die offen und bereit. Okay, das heißt, wir haben zwei Höhlen. Ein Dandori. Das ist das mit Luis. Und den Spaß. Warte mal, mach ich mal hier Marker. Hier ein Marker. Tja, und hier ein Marker. Und ich hätte gerne... Wie wir es, glaube ich, schon mal hatten. 60 rote. 20 davon. 20 davon. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt Bomben bei habe. Ansonsten habe ich ein Problem. Weil dann muss ich hier nämlich nochmal rein. Ah, ich habe eine Bombe habe ich noch. Die wird aber nicht reichen. Das gibt's doch nicht. Ah, da wird wieder so ein blöder Gegner sein. Aber hier gibt's auch keine Bombe, ne? Warte mal, vielleicht können wir ja Otchen mal einen Auftrag geben. Na, wobei, hier gibt's keinen. Ich hätte gehofft, dass man vielleicht irgendwie Bomben suchen kann. Aber leider nein. Das heißt, wir müssen uns Bomben wahrscheinlich kaufen. Das ist ja blöd. Ja gut, dann machen wir vielleicht erstmal die Höhle hier. Lass mal den Autowalk sein Ding machen. Und wenn wir dann noch zu viel Zeit haben, müssen wir wohl oder übel dann einfach, ja, auf Gegner zurückgreifen. Also quasi, das war Gegner abliefern, um nochmal ein paar Pigment zu holen. Hier könnte man sich bestimmt eine ganze Zeit lang amüsieren, deshalb hatte ich gar nichts dagegen, hier länger zu wohnen. Nur blöd, dass ich all meine Snacks in einer Box versteckt und in den Code vergessen habe, mit dem man sie öffnet. Typisch Luis. Und dann gehen wir mit dir in die Residenz der Träume. Was mir jetzt stutzig macht, ist halt, dass wir... Ich glaube, die Zwiebel kann es ja... Die Zwiebel kann ja alle Sachen haben. Das heißt, uns fehlt halt noch die Steine. Die Lila-Pigmen. Die Flug-Pigmen. Was fehlt uns noch? Die weißen Pigmen. Ich glaube, die ganzen Zwiebeln kannst du noch bekommen. Komm mal. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben ein paar Sachen. Also erstmal haben wir hier einen Code. Ne? Das war ein glücklicher Zufall. Muss man dazu sagen. So, während die Lilanen graben, können wir mit dem Rest gucken, dass wir hier irgendwas freilegen. Ja gut, ich meine, wir können halt, ne? Ja, wobei, ich habe so ein bisschen Sorge. Der könnte doch schon ein bisschen stark sein, deswegen nehme ich, glaube ich, alle mit. Kommen die Pikmin auch wieder, oder... sind die jetzt? Hast du ihn jetzt einmal blöd außen rumgelaufen, oder wie? Oh Gott. Na, ist wieder lustig. Achso, okay. Ja, Otchen brauche ich aber trotzdem, weil... komm, Otchen. Alter, jetzt die Musik vor allem.
Ist doch sehr seltsam. So, naja, dann machen wir erstmal den Großen hier fertig, weil der könnte sonst eine ziemliche Gefahr werden. Nee, nee, komm mal her. Ah, shit. Machen wir erstmal den Kleinen fertig, weil der geht uns auf den Senkel. Den Großen machen wir jetzt auch fertig, so. Das funktioniert. Okay. Ne, wir haben da keine Gegner. Sehr gut. Hatte schon ein bisschen Sorge. Oh, können sich am Honig laben. Ist jetzt ein bisschen stärker. Und... Aber wo laufen die überhaupt hin? Mit den Loot. Sollen wir so runterkommen? Nee. Okay. Ein bisschen Sorge. Muss mal gucken, wo die langlaufen. Würde mich jetzt schon interessieren. Ach so, ja, okay. Ja, okay, denen dürfte ja nichts passieren eigentlich. Ja, wobei die können es schon wieder zurückbringen. Warum hatten wir keinen. Okay. Hab dezent verwirrt, warum der keine Markierung hat zu bewegen. Ey, so viele Gegner können angreifen. Ja gut. Kann ich. So, machen wir den. Oh, hoch. Ja, sehr smart von mir. Na komm. Dann halt so. Kann ich da sonst irgendwas noch holen? Hm, eher nicht so. Also ich kann den... So. Okay, er läuft von alleine. Das kommt mir gelegen. Warte mal, kann ich die... Ja doch, kann ich, ne? Ja gut, aber ich kann sie nicht. Das ist natürlich blöde. Kann die natürlich nicht transportieren. Kann ich hier noch, warte mal, kann ich hier irgendwas noch machen? Ja gut, die... Das Gold kann ich noch transportieren. Das mache ich mal auch einfach. So. Nehmen wir mal hier die Abkürzung. Ja, ich muss sowieso mit Ochens Hilfe das machen. Jetzt komme ich da kein Stück weiter. Alright.
Können wir eigentlich schon mal die Dinger hier wegbringen? Oder nicht? Wir brauchen halt Ewigkeiten, aber besser als nicht ankommen. Na, 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 na. Du Rüsselpeter. Wait, wie... Ach so, ja gut, klar. Ja, den kann ich nur mit Otchens Hilfe wegmachen, oder wie? Ist auch wieder blöde. Der einzige Weg, wie ich Otchen, glaube ich, hochkriege, ist, indem ich den Schalter aktiviere. Ach Gott, ernsthaft, Leute. Oder können die Flugpigmen irgendwas mit dem machen? Weil sie mir hier halt direkt präsentiert werden. Guck einfach mal. Nee. Aua. Gut. Hat ich gehofft, dass du mit den lila Pikmin halt eine Stampfattacke vorrufen kannst. Wodurch halt, ja... Das funktioniert, aber irgendwie eher nicht so. Hä? Otchen, kannst du willkommen? Was sehe ich, wenn ich die raufwerfe? Nichts. Perfekt. Das ist ja super. Okay, hier haben wir noch einen Knopf. Den bringen wir mal weg. Warte mal. Ah. Warte mal, vielleicht kann... Ich kann auch schon das, die Rampe quasi als... Ja, als... Nee. Okay, aber auch schon kommt hier nicht hoch, solange... Ah. Ja gut, dann lasse ich auch schon einfach mal da. Ansonsten kommt der anderweitig nicht hoch. Muss jetzt gucken, dass ich hier den... Den Spinner hier, so ein bisschen ablenke. Hm. Oh mein Gott, läuft doch nicht so komisch. So, auf Otchen. Jetzt. So funktioniert's. Ey, lass mich durch. So. Können wir den noch ab? Den. Ist natürlich blöd, dass jetzt alle meine gelben Pikmin unterwegs sind. Weil, naja, die brauche ich zum Aufopfern.
So fies, wie es klingt. Reicht's? Ja. Perfekt. Hier war ja sonst nichts mehr, ne? Nö. Gut, haben wir auch alles hier. Hier können wir nochmal die lila Pikmin holen. Sehr schön. Jetzt sind mir so viele Pikmin weggestorben. Frage mich, was der Code ist. Wait. Den Ball kann ich aber nicht holen, ne? Nee. Der sieht dann doch ein Stück zu weit aus. Oh, wir haben schon ein Rätsel bekommen. Also wir haben schon einen Hinweis. Eins auf gelb. Die restlichen beiden scheinen uns noch unbekannt zu sein. Wait, habe ich keinen Shortcut aktiviert? Doch, habe ich. Schon sagen. So, Ochin, du kommst mal rüber. Tja, und dann... was haben wir da eigentlich? Wahrscheinlich führt der Blaue mich zum Blauen, der Rote zum Roten, der Grüne zum Grünen. Finden schon die Lösung. Sonst haben wir? Nee, schon sagen. So, jetzt aber. Okay. Was sehen wir mal auf den Blauen gehen? Okay, nichts. Er kommt zurück. Der Grüne vielleicht. Ja, sieht gut aus. Ja, das lassen wir nochmal liegen. Ja, ich weiß, dass wichtig ist. Die Pikmin blockiert werden. So. Jetzt aber. Na komm. Wegtragen, Jungs. So, na dann wollen wir doch mal. In den Kampf. Interessant, dass du als Ochin zweimal zuschlagen musst. Ich frage mich, ob das so einfach ist, wenn du nicht das aufgewertet hast. So. Muss ja noch machbar sein. Achso, ja gut, klar. So. Oh, sogar einen... kein Laubling. Okay. Horatio.
Ein stolzer Freiberufler, der nichts als Frohsinn und Heiterkeit verbreitet. Das dankt, das dankt er zumindest. So. Komischer Text für eine Visitenkarte. Der kommt mir ziemlich, exzentrisch vor. So. Ich weiß, wenn wir alle Schätze haben, ob dann der Safe, was uns offenlegt, gelegt wird. Jetzt hier eins. Tatsache. So. Ein Törtchen. Sind die ganze Platte mit? Na, schaffen sie es? Ja. Okay. Wait. Das ist nur ein Raum? Ah ja, klar, das ist ja nicht der Schacht zum Runtergehen, das ist ja der zum... Okay, wow. Das heißt, wir sind hier auch komplett fertig. What? Okay. Naja, gut. Dann haben wir da wohl alles. Nice. Dürfen wir. Ich glaube, wenn der Welt 2 müssen. Welt 4 müssen wir jetzt. 5, mein Gott. Müssen wir jetzt alle Schätze haben. Weil ich glaube nicht, dass da noch Schätze im Dantori sind. Also, ja, wobei, vielleicht in der. Schwierig. Der, wahrscheinlich bei der Mauer noch, die man durch Bomben kaputt machen kann, aber da fehlen jetzt halt blöderweise Bomben. Ich habe es ja komplett vergessen. Jili. Ja. Oh, warte mal. Nee. Egal. Dann machen wir es halt so. Ups, nee. Kann man die Markierung eigentlich ja wegmachen? Naja, hier entfernen. Tja, Viel bleibt uns jetzt nicht mehr übrig. Wir haben das Dantori noch. Und das war's dann auch fast schon. Wir haben halt noch fast einen kompletten Tag, so. Das hat auch so ein bisschen blöd durchdacht. Meine Hoffnung war, dass wir halt vielleicht noch irgendwo eine weitere Knolle finden. Ah, ich lasse das mal. Die Gegner bleiben ja besiegt. Ja, ich meine, das ist einzig sinnigste, ohne groß Zeit zu verlieren oder zu verschwenden, ist halt wirklich zum Dantori zu gehen. Tag auch. Oh. Da sind sie, Louis und Moss. Ja, ich sehe sie. Den Kopayana scheint es gut zu gehen. Doch wie kommen die an ihn heran? Sie sind in der Höhle verschwunden. Warum hat dieser Louis uns überhaupt auf gestrandet? Ja, auf Gestrandete abgesehen. Findet ihn besser schnell, Pandago. Zu Befehl, Chefin.
Rette die gestrandete Person von Kopai. Heißes Sandduell. Na dann. Auf. Gucken, was Louis schon mehr vorhat. Dandori Level 5. Das könnte. Ja, könnte mal eine Schippe härter werden. Aber wir packen das natürlich. Wir sind natürlich Profis im Dandori. Mit unseren ganzen Bronze und vielleicht mal ein Gold. Oh, wow. Wie ernsthaft? Warte, Louis. Tja. Oh. Tja. Oh. Wir sind nicht mehr rechtzeitig gekommen. Nein, aber sieh nur. Aber warum ist er nicht zum Laubling geworden? Was geht hier vor sich? Ich weiß es nicht. Doch Louis scheint nicht mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Louis, hier spricht Olimar. Hörst du mich? Louis. Ja. Du hörst nicht mal richtig zu. Das ist bedauerlich. Warum müssen wir diese Gestrandeten retten, obwohl Louis uns dabei hilft oder nicht? Wir wissen nicht, was er als nächstes vorhat. Seid also vorsichtig. So, na ja dann. Auf ins Duell. Louis ist auch wirklich der letzte Trottel, oder? Okay, Erdbeeren haben Bonus. Schaffen wir? Haben wir alle? Ja. Nein. Nimm dir mal den. Klau dir mal da. Ciao. Okay. Ja, ich hätte halt gerne mehr Einheiten, ne? Oh nein, der Piepmatz. Na, sag mal. Du bist ratender Vogel. Ah, noch hat er weniger Punkte als ich. Komm. Ja, nimm den mal alleine. Gut, keiner ist gestorben. Wichtig. Nice. Oh. So nämlich. Weg mit seinem Pikmin. Sorgt dafür, dass er keinen Schritt weiterkommt. Kann ich auch schon mal hinschicken, den zu fighten. Kann er schon mal loslegen. Ach so, okay, das sind die Gegner. Nice, sehr gut gemacht, Otchen. Starke Leistung. So, Otchen macht hier den Deliverer. Komm noch, du blöder Vogel. Hey. Spinn's wohl. Oh oh. Das scheppert jetzt. Oh je, Mini.
Nee. So, Jungs, ran da. Weg von meinem Zeug, ihr Spinner. Warum ist denn jetzt? Ui, wir gehen wirklich weg mit deinen Viechern. Du nervst, sag du. Hast einen Drecksack, wirklich. Ne? Nichts alleine leisten, aber Hauptsache mich die ganzen Sachen klauen wollen. Was ein Assi. Ja, Louis, nichts hast du geleistet. Nichts. Nice. Dafür kriegen wir auch die entsprechende erste Platin. Und das Gesicht von Louis. Louis, warum läuft er denn weg? Im Moment muss die Rettungsmission unsere oberste Priorität sein. Retten wir den Kobayana. Okay, dieser Louis, ne? Strunzdumm, glaube ich. Ein absoluter Versager. Aber ich meine, wenn du random abhaut, vielleicht, kommt er tatsächlich doch noch in eine Welt. Ja, natürlich krass, aber dann wäre es aber schon heftig. Ne? 6 Welten? Das nicht ohne. Aber ich meine, uns fehlen ja potenziell noch 2 Laublinge. Ich verstehe das immer noch nicht. Warum wurde er nicht zum Laubling? Das würde mich auch interessieren. Doch wir müssen nun uns auf den Rettungsmissionen konzentrieren. Zurück zur Beagle. Geht klar, Chefin. Gut gemacht, Chefin. Selbstverständlich. So. Ich meine, viel kommt ja so gesehen dann nicht mehr, oder? Ja, wer weiß, vielleicht kommt da tatsächlich noch was Krasses. Naja, ein paar haben wir zumindest bekommen. Problem ist halt auch, dass wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht viel zu tun haben werden. 2%, die werden wahrscheinlich hier sein, hinter dem Steinwand. Ohne weiteres, schwierig. Hallo? Steht in der Visitenkarte. Jorke, Kopai. Dieser Kommunikationstechniker reist zusammen mit Dober und ist ein Enkel des berühmten Wissenschaftlers Dr. Drake. Was? Jorke, alles in Ordnung, sag doch was. Halle. Er ist ohnmächtig. Am besten ruht er sich erstmal aus. Wenn er aufgewacht ist, haben wir genug Zeit, um ihn Fragen zu stellen. Du hast Nellys Kollege Jorke gerettet. Vielleicht weiß er ja, wo sie ist. Sobald er aufgewacht ist, sollten wir ihn erstmal fragen. Hm.
Okay, wir haben hier gar keine Schätze mehr. Das heißt, hier wird wahrscheinlich wirklich einfach eine... Ja, eine Knolle noch sein. Aber dann kommt tatsächlich vielleicht doch noch eine Welt. Holy shit. Ja gut, aber vorerst werde ich den Tag einfach beenden müssen, weil... Hier können wir nicht machen. Ja, ist zwar ein halb verschwendeter Tag, aber... Machst du nichts. Und wenn dahinter wirklich noch eine Zwiebel ist, dann will ich die natürlich effektiv nutzen und entsprechend, keine Ahnung, je nachdem, was für Pigmen jetzt noch dazukommen, ne? Also welche ich jetzt potenziell jetzt auch so züchten darf. Vielleicht die Steinpigmen. Ich glaube, die waren potenziell die nächsten. Aber ich weiß nichts. Okay, zum Glück geht's dir gut. Dob? Bist du in Sicherheit? Stimmt, Nelly dagegen. Ich weiß ja, dass du gerade erst aufgewacht bist. Aber hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie steckt? Nein, tut mir leid. Ich habe sie schon früh aus den Augen verloren. Ach, schnell bin ich zu Fuß halt nicht. Schnell bin ich zu Fuß nicht. Dann warst du wirklich der Letzte, der Nelly gesehen hat, Dob? No. Fällt dir noch irgendwas ein? Vielleicht in welche Richtung der Hund mit dir gelaufen ist? So, ne Menü. Da muss ich mal scharf nachdenken. Ah ja, jetzt fällt's mir ein. Der Hund ist tief in den Wald gelaufen. Viel weiter als bis zu der Stelle, wo ich gelegen habe. Ich befürchte, unser Radar deckt diesen Bereich nicht ab. Das Radarsignal, der Shepard wurde schon bis an die Grenzen des Möglichen gestärkt. Ich bin nicht optimistisch, aber wird die Reichweite, ob wir die Reichweite noch vergrößern können? Dürfte ich vielleicht mal einen Blick darauf werfen? Ich kenne mich ziemlich gut mit Maschinen aus. Also kommt tatsächlich noch eine Welt. Erst etwas hier etwas schrauben, dann da etwas nachstöpseln. Fertig, wir können loslegen. Danke, dass ich zusehen durfte. Das war tolle Arbeit. Fügen wir jetzt das Glycerium hinzu und warten ab, was passiert. Ein Wunder. Das passiert hier. Ah doch, ich dachte schon. Radar weiter verbessert. Nelly soll von einem großen Hund mitgenommen worden sein. Sie müsste sich in dem neu entdeckten Gebiet aufhalten. Retten wir sie auch um Otchins Willen. Patrol. Gut, ich werde also alle Einschränkungen aufheben und das Radar neu starten. So könnte es funktionieren. Mal sehen. Ja, das hat geklappt. Ich kann kaum glauben, dass so viele SOS-Signale wie aus diesem unerforschten Gebiet empfangen. Kopai scheint genauso fortschrittlich zu sein wie mein Labor. Ich werde Kopaianer nie wieder unterschätzen. Eines dieser Signale könnte von Nelly stammen. Sie zu retten hat oberste Priorität. Was auch lustig jetzt. Jetzt haben wir wieder wegen 1%. Gut, und morgen erkunden wir dann ein neues Gebiet. Oh Mann. Das ist doch blöd. Das ist doch doof. Danke nochmal für die Rettung. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir es wohl nicht geschafft. Jorke, da fällt mir noch etwas ein. Wir sahen, dass du von der Zwiebel absorbiert wurdest, aber du wirkst ganz normal. Hat sich irgendwas an dir verändert, was sie vielleicht übersehen haben? Du wirkst völlig unbelaubt. Ja, soweit ich weiß, sind mir niemals Blätter gewachsen. Wie seltsam. Woran es wohl liegen mag, dass du nicht ebenfalls zu einem Laubling verwandelt wurdest? Am Saft? Am Raumanzug?
to go. Ach, das ist nur ein ganz gewöhnlicher Raumanzug. Ich habe ihn im Raumfahrt schon Campito gekauft. Mir kommt eine Idee. Vielleicht bist du unbelaubt geblieben, weil du so viel Leuchtsaft getrunken hast. Wenn Spanels Theorie stimmt, könnte es sein, dass Nelly sich auch nicht in einen Laubling verwandelt hat. Ihr werdet sie doch trotzdem retten, oder? Bitte, ihr müsst Nelly... Nelly braucht unsere Hilfe. Bitte beruhig dich, selbstverständlich versuchen wir sie zu retten. Das ist schließlich unsere Aufgabe. Nelly wartet tief im Wald auf uns. Oh, Hilfe. Beeilen wir uns, sie zu finden. Wir dürfen Hutchin und Nellys nicht im Stich lassen. Dann müssen wir mal kurz gucken, wo der... Hier ist er. Ich bin York, ein Schatzjäger. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay. Mehr sagt er nicht, schade. So, wo ist der andere NPC? Na? Da hinten vielleicht was. Auch nicht. Wo ist denn der? Ach da. Du bist derjenige, der mich gerettet hat, ja? Ich sollte dir irgendwie danken. Ja, ich werde dir ein Geschenk geben. Und zwar ein herzliches Dankeschön von mir. Darüber freut sich doch wohl jeder, oder? Okay, der Typ ist auf jeden Fall... unsympathisch. Ja gut. Hilft ja alles nichts, ne? Wir müssen ein paar Bomben kaufen. Ach, guck mal, wir können sogar nur 5 im Inventar haben. Ja, die hätten wir auch mal ewig vor Ewigkeiten holen sollen, ne? Ach, das... So, dann holen wir erstmal die 500% im... Oh, aber wir haben 6 Motivation. Können wir auch schon nochmal... Hier, Mega-Hubs. Schon mit dem Gigabiss. Oh, stimmt, das können wir auch nochmal aufwerten. Nice. Ja, gut. Eieieiei. Ja, gut, hilft ja alles nichts, ne? Gucken wir, was wir hier noch haben. Machen wir eine schnelle Spritztour. Der 100% Willen. Ja, vielleicht haben wir wirklich Glück und es befindet sich hier wirklich noch eine... So eine besondere Zwiebel. Und nicht nur so eine, hey, hier hast du Vergrößerung. Die du jetzt seit Ewigkeit nicht mehr nutzen kannst, weil du schon alle sammelt hast. Das ist ein bisschen Schwachsinn. Ich meine, der Pollen sehr viel großzügiger sein können, einfach mit den besonderen Zwiebeln, anstatt mit den Vergrößerungszwiebeln. Aber, na gut. Die wollten wahrscheinlich einfach sicher gehen, dass jeder die 100%, die 100 Pikmin mit sich tragen kann. Nee, da wird einer drin sein. Ah, guck mal, da ist sogar eine Steinknolle. Okay. Mach mich erstmal bereit für den Battle. Weil da wird definitiv einer sein. Wobei, warte mal. So, machen wir's mal. Eis-Pikmin sind ja an sich schon geil. Deswegen, warum nicht mitnehmen? Kann ich schaden.
werde dem Spinner natürlich eine Bombe als Geschenk dageben, weil... Lass mich doch nicht verarschen vor dem. Wieder einen krassen Brüller drauf. Hey! Wow! Okay, der ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Versuchen wir es mit den Bomben erstmal ein bisschen. Der Move ist halt auch echt frech. Jetzt kann er noch springen, oder wie soll das für ein Spaß? Hier, frisst das. Oh! Oh, warte mal, das war nicht mein Plan. Oh, ich will nicht, dass das sich resettet. Okay, er springt nochmal. Fast tot. Okay, dem Schrei auf den Dodge. So nämlich. Die fette Saudi. Oh Gott. Der war eine harte Nummer. Na sowas. Sind wir uns überhaupt sicher, dass es sich hierbei um eine Zwiebel handelt? Sieht nämlich eher aus wie ein Stück Fels. Sehr schön. Da können wir tatsächlich die Steinpigmen ein bisschen. Ja. Vermehren. Krass, wir haben echt einige Pigmen verloren, ne? Da machst du halt nichts. Die sind halt. Der ist halt strong gewesen. Ein starker Gegner. Ich frage mich ja, wie viele Zwiebeln auf diese Weise miteinander verschmelzen können. Na, hoffentlich alle. Hoffentlich alle. Ja, ich würde sagen, wir holen einfach alle. Kriegt man raus. Warte mal. Ups. Noch ein paar holen.
Na komm, machen wir mal so. Also den Gegner dürfen wir auf jeden Fall die schwarzen Pikmin tragen. Beziehungsweise die Fels-Pikmin. Ganz klar. Jetzt doch. So. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die Gegner, weil... Ja. Die Knollen geben uns zwar auch ein bisschen was, aber... Nicht wirklich so viel. Versuchen wir lieber, jeden Gegner, der hier sich aufhält, mitzuschleifen. Hallo, sind die? Warte mal. Oh, nee, die Hälfte ist schon nicht mitgekommen. Oh nein. Ja, gut. Mensch, haben wir ja richtig Fortschritt gemacht. Die drei werden es nicht überleben. Naja, gut. Schade. Nee, jetzt bitte zum Beenden. Die drei machen jetzt den Kohl nicht fett. Das war schade drum, weil ich weiß auch nicht, warum die da einfach nur rumgegammelt haben, aber... Aber ich dachte eigentlich, wenn ich die Basis verlege, wahrscheinlich, weil sie außerhalb der Basis waren. Deswegen sind sie nicht mitteleportet. Das ist natürlich bitter. Aber machst du nichts. Dann ist das halt so. Sehr gut. Okay, von den Steinpikmin haben wir definitiv jetzt die meisten. Sehr gut. Ja gut, jetzt wieder nachrichtiger. Warte mal. Ach, guck mal hier. Wir gehen also davon aus, dass Nelly in ein bisher von uns noch nicht entdecktes Gebiet eingeführt wurde. Entführt wurde. Genau, ihr Kollege Dorf sagte, dass er gesehen hat, wie sie von einem Riesenhund davongeschleppt wurde. Ein riesiger Hund? Ich frage mich, ob der wohl flauschiges Fell hat. Ein großer Hund hätte schließlich eine Menge Fell. Ob er süße, runde Äuglein hat? Und wie sehen seine Ohren wohl aus? Und sein Schwanz? Wir müssen dieser Sache nachgehen. Finden wir diesen Hund? Ist das nicht eigentlich Nelly, die wir suchen? Das war eine weitere Folge Pikmin 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye.